Hallo ihr Lieben, das hier wird so ein bisschen ein Wochenend-Vlog, weil wir übers Wochenende nach Bonn fahren zu unseren Freunden. Außerdem gehe ich am Sonntag mit Jessie und Maybe auf eine Ausstellung. Wir nehmen nicht alle Hunde mit. Unsere Freunde haben eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Wir kommen mit 5 Personen und nur 2 Hunden, also Jessie und Maybe. Lotta wurde gerade schon von meinem Papa abgeholt. Die macht sich da ein sehr gechilltes Wochenende. Boots wird bei Katja bleiben und Pepe wird bei Kira bleiben. Jetzt packe ich gerade so ein bisschen die Sachen der Hunde. Diese Ikea-Tüten hier finde ich super praktisch, um Hundefutter mitzunehmen. Kira hat ja selber den DJ. Das heißt, wenn man einem Hundemenschen einen Hund übers Wochenende gibt, dann braucht man nicht so viel Gepäck, weil die alles da hat. Also Näpfe und Körbchen und Futter und so Sachen. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit und melde mich später wieder. So, wir sind startklar, hoffe ich. Ja, Pepe ist inzwischen bei Kira und Boots ist bei Katja. Und die beiden Konsorten sitzen schon im Auto. Nein, wir fahren nicht 2 Wochen, auch wenn es so aussieht. Es sind nur 2 Tage. Ich hoffe, jetzt war jeder noch mal auf dem Klo. Dann geht's los. Und auf wen müssen wir warten? Auf Papa. Alle anderen. Auf Papa und Isabel und Ruvi. Ruvi ist mein Cousin. Der ist auch mit den Bonnern befreundet. Den nehmen wir auch mit. Deswegen muss ich hier hinten sitzen. Das ist Nadine! Okay, wir haben uns draußen schon begrüßt. Das war ein bisschen gefaked. Hey, du hier in Bonn, ich freue mich. Überraschung! So, ja, also wir sind jetzt angekommen. Es ist schon ganz dunkel draußen. Die Hunde sind froh, dass sie wieder raus konnten. Jetzt gibt's erstmal Essen. Die erste Nacht, die ist schon um. Nadine und ich fahren jetzt mit den Hunden in den Wald. Nadine, wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind jetzt hier in Bad Godesberg, Schweinheim, im Cotton Forest. Das ist ein ganz, ganz großes Gebiet und hier kann man ganz schön spazieren gehen. Hi, es ist inzwischen Samstagabend, also morgen früh müssen wir zur Ausstellung. Und da wollte ich eine Bluse anziehen, ne? Ich kann leider überhaupt nicht bügeln. Danke, Sven. Guten Morgen. Es ist Sonntag, 7:15 Uhr. Wir werden gleich losfahren und normalerweise ist das so, dass man immer ganz leise sein muss, wenn man das Haus verlässt und so. Wir sind aber gar nicht alleine wach, weil die Jungs hier Eishockey gucken. Wir sind auf dem Weg. Es ist 8:15 Uhr. Um 9 ist Einlass, um 10 geht's los und es startet auch direkt mit den Kernserien. Die Bahn ist total frei und die Uhrzeit ist keine Sau unterwegs. Na okay, eine. Ja, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, sind wir sehr pünktlich da. Das muss man alles mitnehmen, wenn man auf eine Hundeausstellung geht und ganz viel gute Laune. Ich bin überhaupt nicht müde, überhaupt nicht aufgeregt. Es ist gar nicht kalt. Es wird super. Die Warteschlange zum Glück oder auch Unglück, man weiß es nicht. Du nimmst das überhaupt nicht ernst hier.
Da sind die Ringe, die alles bedeuten. Es sind nicht die 5 olympischen Ringe, es sind die 2 Hundeausstellungsringe. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. So, wir sind wieder auf dem Rückweg von der Ausstellung. Die Maybe stand auf dem 3. Platz mit der Formwertnote vorzüglich. Kann man so stehen lassen. Sie sah auch ein bisschen gerupft aus irgendwie. Aber die Jessie hat wirklich sich so schön gezeigt heute. Ja, die standen auf dem 1. Platz von 4 Hündinnen in der jüngsten Klasse. Schade, dass das in der jüngsten Klasse noch gar nichts zählt. Naja. So, die Nadine. Schmeckt auch Nadine. Das Thema Ausstellung offensichtlich sehr ernst nimmt, ist nicht die einzige Freundin von mir, die nach Bonn ausgewandert ist. Deswegen holen wir jetzt noch mal die Jenny ab, entführen die kurz und bringen sie dann aber auch wieder zurück. Und dann müssen wir noch mit den Hunden in den Wald, weil es muss ja so ein bisschen ein Ausgleichsprogramm geben für so Ausstellungsgedöns. Wir waren jetzt ungefähr eine halbe Stunde zu Hause. Dann haben wir alle eingepackt und sind erstmal losgestiefelt in den Wald. Die beiden Mädels hier freuen sich. So, da ist das Wochenende bei unseren Freunden auch schon wieder vorbei. Jetzt musst du ein trauriges Gesicht machen. Nee, warte. Ja. Wir gehen jetzt noch zusammen was essen und dann machen wir uns auf den Weg nach Hause. Da müssen wir dann noch die ganzen anderen Hunde einsammeln. Oh, was hat das hier? Aber ich verabschiede mich schon mal. Bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!